إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، من يعني البركات يعني هذه الرحلة أن فتى ألمانيا أيضا أراد أن يسلم، فحدث أخانا بير فوغل أبو حمزة جزاه الله خيرا أن يأتي ويسلم وينطق بالشهادتين وينضم إلى ركب المسلمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه وأن ينقذه من النار وأن يلتزم دين الله الحق. طبعا هو يعني يا أبا حمزة، وطبعا لابد أن يفهم معنى الشهادة، وأنه لا شريك لله سبحانه وتعالى في العبادة، كما أنه لا شريك للنبي صلى الله عليه وسلم في الاتباع. فعندنا توحيد واتباع، ويعني إذا يعني دخل دين الإسلام فينبغي عليه أن يلتزم بكل ما أمر الله سبحانه وتعالى، وأن ينتهي عن كل ما نهى الله سبحانه وتعالى، حتى يعني ينال السعادة في الدنيا والآخرة. فيعني أنقل له يعني هذه الـ أنا أترجم أين الكلام الذي قلت؟ أي نعم، كل ما قلته أنا له حتى يفهم المعنى، ثم أكمل أنا بعد ذلك. يا شيخ، ich wollte erstmal einige Sachen auch erklären für dich, damit du auch weißt, was man macht mit der Shahada oder was das bedeutet. Und da hat erstmal, wie wir immer anfangen, Allah subhanahu wa ta'ala gelobt. Das heißt, Alhamdulillah, das heißt, dass aller Lob ihm gehört. Ja? Und dann hat Frieden und Segen auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gewünscht. Ja? Das ist also so, wie wir meistens das Gespräch beginnen. Und dann hat gesagt, dass diese Momente, wenn jemand den Islam annimmt, dass das Momente sind, die jeden Muslim freuen. Wie der Prophet a.s. zu einem jüdischen Jungen, der war klein, der war kurz vor seinem Tod, und der Prophet a.s. ist zu ihm gegangen und hat zu ihm gesagt, dass er Islam annehmen soll. Also der war schon noch etwas jünger. Und dann hat sein Vater dann sogar zu dem Jungen gesagt, er soll Abul Qasim, das ist so ein Spitzname vom Propheten, soll ihm gehorchen. Und da hat er den Islam angenommen, und der Prophet, Frieden und Segen, ist dann rausgegangen von ihm. Und er hat sich darüber gefreut und hat gesagt, gelobt sei der, der diesen jüngeren Menschen also jetzt vor der Hölle gerettet hat. Mhm. Ja, und deswegen haben wir halt auch große Liebe und die große Motivation dazu, die Leute zum Islam einzuladen. Mhm. Und dann meinte der Scheich, dass es halt auch sehr wichtig ist, dass man weiß, was das bedeutet, die Shahadatain. Dass man erstmal glaubt, dass Allah subhanahu wa ta'ala, also ist Allah, der allmächtige Gott, der einzige ist, den man anbeten darf. Das heißt, wenn man betet, fastet und so weiter. Und dass der Prophet, Friede und Segen, derjenige ist, dem man folgt in dieser Anbetung. Das heißt, dass man auch versucht, danach alles, was der Prophet, Friede und Segen, was er vorgeschrieben hat, was er uns gezeigt hat, dass man versucht, diese Sache alles zu befolgen. Ja? Mhm. Natürlich, ich weiß, es ist natürlich nicht so einfach jetzt von heute auf morgen alles, aber dass man auf jeden Fall versucht, das Beste zu geben. Das heißt, was der Prophet geboten hat, dass man das macht. Das, was er verboten hat, dass man das befolgt. Ja, tamam. طبعا هو في أشياء يلزمها، ولا هو سمى نفسه ولا نسميه، يعني هو سمى، ما اسمه؟ يا دين نامه إيسا مسل 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 هذا اسمه مسل. مثلا طيب يعني نبدله باسم الاسلامي اسلامش دامن جيه فلاش ان شاء الله يعني فيما بعد لا بأس بذلك. طبعا هو دخوله الاسلام حيلزمه بعض الاحكام الشرعيه، كان يغتسل وصل الاسلام komplett duschen. وطبعا يعني اعلمه ايضا انه يعني انه اذا التزم بالاسلام
سيسعد في الدنيا والآخرة، يعني قلبه سينشرح، المشاكل التي كان يلقاها في حياته لن يلقاها في حياته بإذن الله تعالى. Sagt, wenn man den Islam annimmt und das auch den Islam auch richtig praktiziert, ja. Und das ist so etwas, was ich selber von mir aus bezogen, an al-Kuru, an al-Stati, an al-Ashadu, hada bi-Nafsi, dass diese Probleme und so, die man hat, ja, also dass man eine Glückseligkeit spüren wird, wenn man diesen Weg richtig geht. Das heißt, man hat auf der einen Seite natürlich das Jenseits und auf der anderen Seite das Diesseits. Ja, dass man diese Glückseligkeit im Herzen spürt, ja. طيب احنا طبعا لا نريد ان نشق عليه يعني وان نطيل الكلام معه. ديش لو بخلق باخد ان شاء الله. اي نعم، فهو احنا يعني نلقن الشهاده و بعد ذلك يعني في هناك مجال ان شاء الله معك ومع اخوانك انك انت تقوم معه بدعوته يعني الى الاسلام وتعريفه بالاحكام الشرعيه الواجبه عليه. ان شاء الله. وطبعا برضه اعلمه ايضا انه لا يجوز الارتداد عن دين الاسلام طبعا، يعني لهذا يعني مشكلة كبيرة له يعني في الدنيا والآخرة يعني. يعني إذا أسلم يثبت على إسلامه وتتعهدوه أنتم مع إخوانكم بهذا. Ja, sagt er. Und jetzt hat er mir eine Dings gegeben, dass wir uns um dich kümmern müssen, dass wir dir sagen müssen, dass das heißt die Sachen beibringen müssen und dass wir halt auch in Verbindung bleiben miteinander. Und dass es halt ganz wichtig ist, dass man auch bei diesem Weg bleibt, ja, dass man auf dem Weg vom Islam bleibt und nicht von diesem Weg weggeht. Weil das halt für diesseits und vor allen Dingen natürlich für jenseits ganz gefährlich ist. Okay. خلاص. Dann, du weißt, kennst du Shahada schon? Anta Tarifu Shahada? Hast du, das hast du bestimmt schon mitbekommen. Ich glaube, in Oberhausen sind damals auch zwei Leute, glaube ich, zum Islam gekommen. Ja, ja, genau. Ja, ja. Also weißt du schon, du hast ja schon mitbekommen, was das bedeutet und so weiter. Hast du es auch im Internet gesehen, ja? Ja, wir haben schon ein paar Ausschnitte und alles. Habe ich auch mal schon verfolgt. Ja. Aber es ist ja jetzt erstmal für mich jetzt wirklich ein neuer Anfang jetzt. Ne? Weil das ist eine Huayakul Habi Bideya. Das ist ein neuer Anfang. Mungkin Anna أذكر له ماذا معنى أشهد أن لا إله إلا الله. طبعا طبعا يعني لا بأس. نعم. Also dann nochmal, wenn man also sagt أشهد أن لا إله إلا الله, also das heißt ich bezeuge es gibt keinen Gott außer Allah. Das haben wir eben schon erklärt. Den darf man alleine anbeten, Schöpfer, Lenker, Herrscher, der alles erschaffen hat. Keinen darf man anbeten. Man darf nicht Jesus anbeten, nicht Mohammed anbeten, keinen. Wenn man sagt أشهد أن محمد رسول الله, das heißt, dass wir Mohammed folgen in dem, was er gebracht hat, was er verboten hat, was er geboten hat und wie er Allah angebetet hat. So, wenn man das mit Wahrhaftigkeit aussagt, dann ist man im Islam drin, Alhamdulillah. Und dann ist man erstmal auf dem Weg ins Paradies, Alhamdulillah. Okay. Ja, dann. Er sagt das vor, also du sollst jetzt sagen. Kul. Ashhadu. أن لا إله إلا الله إلهه وأن محمدا رسول الله محمدا رسول الله ممكن هو لا بأس لا بأس لا بأس, لا بأس محمدا رسول وأن محمدا رسول الله محمدا رسول الله ما شاء الله بارك الله فيك الله أكبر الله أكبر الحمد لله بس مسلم الحمد لله بارك الله فيك شن فاتش خلاص جيت بس مسلم الحمد لله خلاص أنت صرت مسلما وصرت من إخواننا du hast das ja jetzt auch gesagt mit der Absicht Islam anzunehmen ja, Alhamdulillah ja gut Alhamdulillah. Da kann ich dich erstmal der Sheikh kann dich erstmal beglückwünschen ja das ist eigentlich ein Weltstar kann man sagen danke inshallah wie gesagt hör mal und wir müssen in Kontakt bleiben ne ja ja klar auf jeden Fall wenn irgendwas ist oder so hast du einmal Kummer wähle meine Nummer, ne? Inshallah. Jo, danke. Nee, das ist ganz wichtig. Ich habe Bücher im Auto, Koran auf Deutsch. Ja, Hummer. Haben wir schon. Sorry. Habe ich schon alles geholt. Hat schon alles. Also ich habe schon alles zu Hause jetzt. Auch wie man lesen darf auf Deutsch. Das habe ich jetzt nicht, also wir haben jetzt nur den Koran auf Deutsch. Guck mal, welche Bücher du hast. Guck mal, welche Bücher du hast. Super. Alhamdulillah. Takbir! Takbir! Allahu Akbar! Und wie gesagt, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Ja, klar. Das ist ganz wichtig, weil Alhamdulillah, dass du diesen Weg auch gegangen bist. Und ich habe auch ein Geschenk von mir für dich. Ja. Das ist also die Botschaft von Jesus und Mohammed. Mhm. Die Botschaft von Jesus und Mohammed ist Islam. Mhm. Die sind bei alle mit derselben Religion kommen, das heißt, dass man Allah alleine anbetet. Mhm. Islam.
Ja, das heißt, dass man sich Allah ergibt. Mhm. Ja, und das ist dann ein Geschenk von mir, danke. Inshallah. Ne? Danke. Und dann hat der... ja, und du sagst, man sieht an deinem Gesicht, das hat Licht bekommen jetzt durch die Schale. Viel Mashaf. Guck mal. Guck mal. Das ist ein Koran, hast du ja, ne? Ja. Koran hast du schon. Hadha kitab. Hadha kitab. Wa hadaini kitabaini. Yushrah, tushrah fiha al-tahara. والصلاة وكيف نصلي والأوقات الصلاة يعني دمع. أشياء دمع. أساسية لكل مسلم نعم وهذا أصول ثلاث بشرح شيخ الثيمين إذن التوحيد وما يتعلق بهذه أسئلة الثلاثة يعني من ربك من دينك وما نبيك نعم وهذا كتاب عن النبي عليه الصلاة والسلام عن سيرته صلى الله وهذه هذه محاضرة عن رسالة عيسى ومحمد. هذه الأسطوانة موجودة على الإنترنت؟ هل موجودة على أي موقع من مواقع الإنترنت؟ هذا في الموقع muslimtube.de هذا هناك موجود. إن شاء الله. وهذه الساعة حتى يستيقظ للصلاة. وهذا حتى يستيقظ من الصلاة هنا الحمد لله الساعة إن شاء الله. Also ich habe das nun nochmal auf Arabisch auch für die übersetzt, inshallah. Wie gesagt, falls... وهذا كتاب عن الأكيدة هنا. يعني أشياء بسيطة جدا. أبي جمال. هذا أبي جمال. Wie gesagt, alles gut, wie fühlst du dich? كيف تشعر؟ Jetzt fühle ich mich schon locker und besser. Alhamdulillah. الآن يشعر جيدا. Alhamdulillah. يشعر بسعادة في صدره. Fühlst du dich glücklich, ja, inshallah. Ja, 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 klar, natürlich. طيب لكن يعني طبعا نبهه جيدا على ان المحافظة على الصلوات هو ده السبيل طبعا الصلاة فرض. ولن يسعد الا اذا صف قدميه بين يدي الله سبحانه وتعالى في الاوقات واحرص جدا على هذه اوقات الصلوات. Also er sagt auch, dass was ganz wichtiges jetzt ist, dass man das Gebet richtig praktiziert und auch die richtigen Gebetszeiten einhält. Das ist eine ganz wichtige Sache jetzt. Da musst du dich richtig bemühen. Und ich werde auch gleich draußen noch etwas mit Dings einige Sachen besprechen, weil das ist ganz wichtig. Weil guck mal, uns geht es nicht darum, guck mal, wir kriegen kein Geld dafür, dass du heute Islam angenommen hast, sondern wir wollen für dich das Beste. Eine Kultur der Hufakat, Kemma Kulta, eine Salawat Muhimma Jiddan. Eine Kultur, nachnu la naktasibu al-an, shay'an min nukut, annaka aslamt, weil nachnu nuridu laka al-khair, nuridu annaka tadkul jannah. Auch la, aber es erlimu annahu fard. وأنه الفارق بين المسلم والكافر والصلاة. هذه مهمة جدا. Und das ist auch ganz wichtig. Und damit bezog, weil ich habe dir ja gesagt, das ist erstmal der Weg zum Paradies. Das heißt, wenn man stirbt als Muslim, kommt man irgendwann in Jannah rein, also ins Paradies. Aber das Gebet, das bezeugt jetzt auch, das ist der Unterschied sozusagen zwischen dem Muslim und Nicht-Muslim, dass man das wirklich ernst meint. Das ist ganz wichtig. Das Bruder, dass du diese Sache richtig ernst nimmst und natürlich am Anfang ist es nicht so einfach, ich weiß das selber, aber dass man versucht das zu lernen und das ist die Verbindung zwischen dir und Allah subhanahu wa ta'ala, dem allmächtigen Gott. حياك الله. الحمد لله الذي أنقذك من النار ونرجو أن تستمر على هذا. الحمد لله derjenige, der dich vor der Hölle gerettet hat und wir wünschen dir, dass du so weitermachst, inshallah. أحمد الله عز وجل. الحمد لله. نحمد الله على إسلامه. إن شاء الله. ونسأل الله عز وجل أن يسلم كل من على وجه الأرض. نرجو ذلك وإن كان يعني شيء يعني ليس بواقع ولكن نتمنى. Wir hoffen, dass jeder auf der Welt Islam annimmt, auch wenn das wahrscheinlich nicht passieren wird. Aber das hoffen wir uns. Ja. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.